Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es einmal um das Thema Backups, genauer gesagt um das Static Channel Backup für euren LND-Node. Sollte euch eure Node einmal abrauchen, könnt ihr mit dieser Datei alle eure Funds wiederherstellen. Wichtig ist dabei nur zu wissen, dass all eure Channels geschlossen werden und dass daher nur euer absoluter Notfallplan quasi ist. Um das Backup jederzeit verfügbar zu machen, könnt ihr es in der Cloud hochladen. Die Datei ist auch bereits automatisch von LND verschlüsselt. Und alles, was ihr braucht für das Tutorial, ist in den LND-Node in der Version 0.6 oder höher und einen Dropbox-Account, den ihr euch kostenlos erstellen könnt. Und wir fangen jetzt einfach direkt an. Und das Erste, was wir machen, ist, wir gehen einmal auf diesen Link hier und ja, loggen uns dann ein. Das werde ich. Also ich werde gleich schon angemeldet sein. Aber hier gehen wir einfach einmal hin und erstellen eben so einen neuen API-Key. Und zwar wählen wir hier einfach das erste aus und dann App-Folder. Und tragen dann hier bei Namen, ja, irgendeinen Namen für uns eben ein. Und zwar werde ich das, genau, so wie hier unten, so werde ich das nennen. Ihr könnt den Namen einfach frei wählen, was ihr wollt. Und dann gehen wir auf Create App. Und werden jetzt hier dieses Shortlift werden wir einmal ändern, dass der Key nicht ausläuft. Werden dann hier in den Permissions müssen wir immer noch was anpassen. Und zwar, dass wir Schreibzugriff haben. Genau. Und zwar bum, bum. Müssen wir das hier alles noch aktivieren. Submitten das. Gehen hier zurück zu den Settings. Und klicken dann hier unten auf Generate. Und wichtig ist jetzt, dass ihr den Key hier mit keinem teilt. Der Neder, der diesen Key hat, der kann sich dann an eure Dropbox damit anmelden und euer Backup klauen. Und wir gehen jetzt zu Schritt 2. Der wird auf unserem LND-Node stattfinden. Und zwar werden wir einmal ganz schnell mal in uns ein Script downloaden. Und zwar dieses hier, den Link dazu, zu dem Guide und allem Möglichen, packe ich euch dann einfach in die Videobeschreibung rein. Dann checken wir hier das Script, beziehungsweise bearbeiten das gleich. Und hier oben bei dem Dropbox API-Token werden wir jetzt diesen hier kopieren, der hier angezeigt wird, und den dann anschließend hier einfügen. So, und dann speichern wir das Ganze ab und schließen die Datei. Gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ne, genau, wir ändern noch die Berechtigung von der Datei und moven die anschließend an eine andere Speicherlocation einfach nur. Okay, dann, damit sich das Script auch automatisch mit unserem Node startet, erstellen wir einen systemd-Service. Und der sieht einfach, ja, den copy-pasten wir hier einfach. Speichern das Ganze ab. Dann starten wir das einmal. Ach so, okay, ja, dann machen wir das einmal hier. Ich habe das den Schritt gerade eben schon mal, der die Fehlermeldung sollte bei euch nicht kommen. Ich habe das gerade eben nur schon einmal getan, nämlich. Und daher kommt bei mir der Fehler. Aber vielleicht schneide ich das auch einfach raus oder so. Und jetzt machen wir das nochmal. Genau. Starten. Aktivieren. Und dann können wir hier mit sudo und dem Befehl. Genau, und jetzt testen wir das Ganze einfach einmal kurz. Und gehen hier. Also im Optimalfall sollten wir jetzt, wenn wir uns jetzt bei Dropbox anmelden hier, dropbox.com/home, so ein Apps-Folder haben. Das hier ist unsere von gerade eben erstellte.
Und genau, und haben jetzt hier zwei Dateien drin, die gerade eben, wenn wir das mit der Uhrzeit und dem Datum abgleichen, gerade eben erstellt wurden. Somit, das müsste man auch hier jetzt sehen, dass das erfolgreich hochgeladen wurde. Und damit ist das Tutorial hier auch fertig an der Stelle. Ihr könnt das eins zu eins so mitmachen. Wie gesagt, ist nicht großartig kompliziert. Alle Links in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.